Hallo Leute, hier ist euer Telix und heute gehen wir mal aus China raus und gucken uns für unsere kleine Kanukunde mal Japan an. Intro ab. Japan hat nach China die älteste Teekultur der Welt. Und genauso wie in China gibt es auch in Japan eine Kultur der Teekeramik. Und genau wie in China gibt es auch in Japan sehr viele verschiedene Orte, in der die Keramik hergestellt wird. Aus sehr verschiedenen Tonarten, in verschiedensten Formen, mit verschiedenen Verzierungen und mehr oder weniger auch für verschiedene Teearten. Warum mehr oder weniger? Naja, das hat damit zu tun, dass in Japan hauptsächlich über die letzten Jahrhunderte Grüntee getrunken wurde. Dieser unterscheidet sich dann eben bei den Japanern, zum Beispiel in Kyokuro und Sencha. Dazwischen gibt es noch alle möglichen Zwischenformen, sogenannten Kabusecha. Dann gibt es noch Abwandlungen, die ein bisschen koffeinärmer sind, zum Beispiel wie Kukicha, der eben mehr Stilanteile hat. Aber im Großen und Ganzen handelt es sich meistens um Grüntee. Aber über Tee wird hier genug geredet. Ich möchte ja jetzt über die Kannen sprechen. Ganz typisch für Japan sind eben diese Seitengriffkännchen, sogenannte Kyusus. Japaner benutzen diesen Begriff ganz unabhängig davon, wie die Kanne aussieht, wo der Griff ist. Es geht im Endeffekt um die Funktion. Es gibt aber für die verschiedenen Platzierungen der Griffe eben auch unterschiedliche Bezeichnungen. Die für uns typische Kanne mit dem Seitengriff zum Beispiel wird als Yokode Kyusu bezeichnet. Dann gibt es aber auch noch Kannen, die, so wie bei den meisten chinesischen Kannen, einfach hinten einen Henkel haben. Diese werden als Atode Kyusu bezeichnet. Zusätzlich gibt es dann auch Ubade Kannen, die einen Griff oben haben, beziehungsweise einen Bügel würde ich es eher nennen, und henkellose Kannen, wie zum Beispiel ein Hohin oder einer dem Gaiwan sehr ähnlichen Chiboridashi. Da es in Japan eben so viele Städte und Regionen gibt, in der Tonwaren angefertigt werden, gibt es eben auch unterschiedlich viele Tonarten. Ich möchte heute mal auf zwei besonders bekannte Orte und eben die primären Tonarten dort eingehen. Kurz vorneweg, ich hoffe, ihr werdet aus Japan niemals eine Kanne aus einem solchen Ton bekommen, weil diese habe ich selber angefertigt und habe sie aus einem ja, verhältnismäßig günstigen Ton aus einem Töpferwarengeschäft gefertigt. Die Japaner legen da schon etwas mehr Wert auf Qualität. Als erster Ort wäre da meiner Meinung nach so der bekannteste japanische Töpferort zu nennen, und zwar Tokoname. Ich meine jetzt bekanntester im Sinne für Teekeramik. Die Stadt Tokoname liegt in der Präfektur Aichi, die sich auf der Hauptinsel Japans befindet. Tokoname waren sowohl Kyusu als auch Chiboridashis oder auch Hohin, eher seltener, aber auch, findet man in unterschiedlichen Farben, Formen, mit verschiedensten Verzierungen. Was aber mitunter die häufigsten beiden Varianten sind, sind einmal welche, die rot gefärbt sind, beziehungsweise die aus einem roten Ton sind, und diese schwarzen Kannen. Das Besondere hierbei ist, dass es sich eigentlich um den gleichen Ausgangston handelt. Der Unterschied entsteht dann tatsächlich erst beim Brand. Wenn beim Brand sehr viel Sauerstoff zugeführt wird, reagiert der Eisenanteil in der Kanne mit diesem Sauerstoff und färbt sich rot. Wenn beim Brand jetzt aber Sauerstoff größtenteils ausgeschlossen wird, dann bildet sich diese schwarze Färbung. Bei etwas hochwertigeren Tokoname-Kannen findet sich im Inneren kein Edelstahlsieb, wie man es bei günstigeren Varianten oft sieht, sondern meistens ein Sieb, das aus dem gleichen Ton gefertigt wurde wie die Kanne selbst. Dabei ist es sehr, sehr selten, dass es einfach irgendwelche Löcher im Korpus sind, sondern es wird wirklich ganz explizit ein Sieb aus dem Ton gefertigt und dann vor dem Brennen in die Kanne eingespeist. Das Besondere meiner Meinung nach an Tokoname-Ton oder an den Tokoname-Waren ist die feine Arbeit, sind wirklich oft sehr dünnwandig, extrem leicht und trotzdem ist dieser Ton ziemlich, ziemlich dicht, was dafür sorgt, dass der Effekt auf den Tee wirklich nur minimal ist. Es wird ganz minimal der Tee abgerundet, ein bisschen Bitterkeit beraubt, aber ansonsten ist es, finde ich, dem Porzellan schon relativ ähnlich. Anders hingegen empfinde ich dort die Kannen aus der zweiten Stadt. Bankō ist ein Töpferort in der Präfektur Mie, welche auch auf Japans Hauptinsel liegt. Das Spannende an Bankō ist meiner Meinung nach, dass es handwerklich genauso fein wie Tokoname ist, dass es aber so ein paar Grundformen gibt, die sich häufig ein bisschen unterscheiden. Ich finde, Bankō erkennt man am Stil. Ein Unterschied zum Beispiel zu Tokoname-Keramik ist, dass bei hochwertigen Bankō-Kännchen das Sieb zwar auch aus Ton gefertigt wird, meistens aber eine Halbkugelform hat. Außerdem sind die Griffe oft, nicht immer, aber oft kürzer
und ein bisschen mehr geschwungen. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Keramikarten ist aber der Ton, der benutzt wird. Nicht nur, weil das eben das Material ist, sondern weil im Gegensatz zum sehr, sehr dichten Tokuname-Ton der Banko-Ton eben verhältnismäßig porös ist. Die Kanne, die ich hier habe, ist jetzt kein besonders gutes Beispiel, weil der Töpfer dieser Kanne mit einem anderen Ton rumexperimentiert hat und diese eben das Ergebnis daraus ist. Banko-Ton hat meistens eher so eine lilane Farbe, ja, so rot-braun bis dunkel-auberginefarben lila und hat auch einen besonders hohen Eisengehalt. Von innen sind diese Kannen meistens etwas rauer, von außen durch den Brand oft fast schon metallisch und glatt. Meiner Meinung nach ist der Einfluss von Banko-Keramik auf den Tee wesentlich größer als der von Tokuname-Keramik. Er rundet die Ecken und Kanten des Tees stärker ab, nimmt mehr Bitterkeit und gibt dem Tee gleichzeitig ein viel voluminöseres Mundgefühl mit. Wenn ihr also auf vollmundige japanische Tees steht und das Ganze noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben wollt, würde ich euch eher Banko-Keramik empfehlen. Wenn ihr dafür aber eher die ganzen Nuancen erhalten wollt, ein bisschen Bitterkeit vielleicht mit in Kauf nehmt und gar nicht so sehr dieses Vollmundige haben wollt, dann würde ich eher zur Tokuname-Keramik tendieren. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr verschiedene Keramik aus Japan, aber diese beiden Orte, Tokuname und Banko, sollte eigentlich jeder Teetrinker meiner Meinung nach kennen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was lernen. Sollte es euch gefallen haben, gebt mir ruhig einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr an der Stelle noch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich verlinke euch hier noch zwei weitere Videos von mir. Viel Spaß, bis nächste Mal, euer Telix.